Die akute Phase, wo ich zuerst zu Hause im Bilosetal in Therapie, was mir auch sehr gut geholfen hat. Und dann nach ein paar Wochen bin ich hier nach Abtenau hergewechselt. Ich komme am Tag so circa auf zwischen 6 und 7 Stunden mit Therapie. Es ist hart, aber ich merke, dass was weitergeht. Es treten zwar immer wieder Schmerzen auf, aber im Großen und Ganzen ist es sehr positiv, wie sich das Ganze entwickelt hat bis jetzt. Ich hoffe, dass sich das Ganze weiterhin so entwickelt, dass ich irgendwann in den nächsten 2 Monaten dann hoffentlich komplett schmerzfrei bin. So gewisse Muskulaturen, die ich vorher eigentlich noch nie gespürt habe, die spüre ich jetzt täglich. Also ich bin sicher schon fast besser beieinander, wie ich im Herbst schon beieinander war, aber da habe ich auch relativ viele Schmerzen gehabt. Und ja, wenn sich das weiter so bis Herbst so entwickelt, dann werde ich hoffentlich eine Maschine sein.